Ein wunderschöner Leute, wir sind gerade wieder am Harz unterwegs, wollen uns heute einen gigantischen Stempel holen und ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß! So, bevor es hier richtig losgeht und wieder Hasskommentare kommen, wir schummeln ein bisschen. Ja, hinter uns ist dieser Boxberg, nennt sich der. Da fahren wir jetzt mit der Seilbahn hoch und dann geht ein Weg runter. Der nennt sich Liebesbankweg, deswegen ist der Johannes heute auch nicht hier, weil das würde, glaube ich, komisch vorkommen. Deswegen ist meine werte Freundin heute dabei. Und ja, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal hoch. Einen ganzen Stempel gibt es. Ich weiß nicht, ob es den da oben gibt oder unten. Wahrscheinlich eher oben. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir überhaupt oben ankommen. Ist übrigens total verrückt, weil jede Kabine hat ja irgendeinen anderen Namen oder so. Wir sind hier in Alcatraz, so eine Knastkabine. Da hast du so einen Essenstumpf und noch so einen Löffel da dran. Und das ganze Ding von außen sieht aus wie eine Knastkabine. Meine Güte, ist ja richtig, jetzt kommst du gerade hier nicht raus. Es ist ja Sommer gerade, ja. Das ist das einzige Fenster, was hier auf ist. Und das ist, fühlt sich nicht an wie ein Gefängnis, sondern wie eine Sauna. Draußen sind um die 30 Grad, hier drin sind bestimmt gerade 40 Grad. Ich glaube, hier schwitzt man mehr, als wenn man hochgehen würde. So, wie man sehen kann, hier oben ist doll überfüllt. Mein Gott, was willst du erwarten, dass hier so ein Touriberg, sag ich mal, wo viel Attraktionen so für Kinder ist, mit Erwachsenen. Wir sind hier zu den Sommerferien, also wird es hier immer voll sein wahrscheinlich. Und ja, wir haben gerade ein schönes Hotdog gegessen. Beziehungsweise essen noch ein Hotdog. Und jetzt, angeblich ist das hier der Liebesbankweg. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo hier überhaupt eine Bank ist. Also, der geht jetzt scheinbar runter, 2,5 Kilometer. Und dann geht er ja noch einmal ringsherum um diesen Berg. Und das schauen wir uns heute mal an. So, das war jetzt kein Fetisch von ihr mit der Kamera. Ja, ich finde das nicht geil oder so. Nein, du kannst wohl, wer auch immer sich das ausgedacht hat mit unserer Kamera, wenn du durch den Sucher guckst, deine Nase berührt das Display mit deiner Nasenspitze, den Fokus verschieben. Klingt komisch, ist aber so. Da hört das. Wenn der Mann wieder das Equipment packt, fehlt die Hälfte. Eigentlich ist hier so ein Riemen und dann kann man die Kamera besser festhalten. Nichts dran. Also könnte ich sie jetzt nicht loslassen, sonst wäre er sauer. Spürt ihr auch diese Emotions von diesem Liebesbankweg? Die sogenannte Liebesbank, wie man da lesen kann. Wir scheinen den Weg jetzt genau verkehrt rum zu gehen. Also die Liebesbank, oder wo wir gerade drauf saßen, ist wohl das Highlight von der Tour. Und ich denke mal, normalerweise geht man um den Berg rum, da kommen wir ganz wie sehen. Dann geht man hier hoch, hinten zur Liebesbank und geht dann, oder fährt mit der Seilbahn wieder runter. Wir sind mit der Seilbahn natürlich hochgefahren, haben zuerst die Liebesbank gefunden, quasi das Highlight, und gehen den Boxberg, wer auch immer auf so einen Namen kam, wieder runter. Und irgendwo unten müssen so ganz viele kleine Seen, Bäche, Teiche sein, wie auch immer. Da müssen auch ganz viele Bänke sein. Und das nehmen wir uns jetzt als nächstes vor. Wir gehen jetzt erstmal wieder runter, quasi da, wo wir geparkt haben. Und dann müssen wir mal gucken, wo der Weg lang geht. An die Leute, die auch eine Freundin haben, kennen das wahrscheinlich. Die Freundin hat viele Macken. Eine möchte ich euch mal zeigen, die ist eigentlich ganz lustig. Na, Frau Rabe? Ich durfte euch das Alter der Dame gar nicht nennen. Hallo! Das wird gar nicht funktionieren. Entschuldigen wir mal bitte. Geht schon los, ja. Das ist der Liebesbankweg. Das ist, ihr merkt das selber, ja, der macht uns kaputt. Man ist nur am Schwitzen und man kommt ja auch nicht runter von seiner Temperatur. Man hat die Möglichkeit, seine Hand ins Wasser zu legen oder allgemein die Ellbogen. Einfach mal eine gewisse Weile. Oh, ist das kalt! Oh, hier reinlegen und dann geht das besser. So, kurzes Fazit. Wir sind ja noch nicht durch. Aber vom Boxberg runter, diesen Liebesbankweg, wo quasi die Hauptbänke sind, direkt daneben führt eine sogenannte Rennradweg lang. Downhill. Also Downhill. Ich glaube nicht, dass man da mit dem Rennrad lang rennt. Mit dem Rennrad lang fährt. Das ist so. Okay. Hier fahren wohl irgendwelche anderen Sachen runter. Also das ist ja mehr so ein Sportgebiet und da dann so eine romantische Tour hinzubasteln, passt irgendwie nicht ganz. Vielleicht ändert sich das ja unten noch. Aber so mal nebenbei gesagt, das hinter uns
ist quasi die erste Stabkirche, die ich so kenne oder gesehen habe jetzt. Ich will ja nichts anteasern, aber wir sind ja bald in Norwegen und da soll es davon haufenweise geben. Hier kann ich jetzt leider nicht rumfliegen, hier sind zu viele Menschen, darf ich wahrscheinlich auch nicht. Übrigens, wenn ihr so ein bisschen Hintergrundinformationen über den Kanal wissen wollt, oder ein paar Bilder sehen wollt, dann schaut mal auf Facebook und Instagram vorbei. Ich habe das alles in der Videobeschreibung, ist das verlinkt, einfach mal draufklicken. Und da gibt es die ein oder anderen lustigen Fotos oder Tourenankündigungen oder irgendwelches neues Zeugs oder sowas, was euch interessieren könnte, da einfach mal reinschauen. Mag jetzt affig aussehen, aber man hat hier einen schönen Ausblick. Ja, ich kann das ja mal ein bisschen umdrehen hier. Das hier ist der sogenannte Wichtelweg. Vielleicht finden wir hier ja so einen kleinen Dobby oder so. Wir haben jetzt gerade eine kleine Pause gemacht, einen Riegel in die drückt und einen Liter Wasser getrunken oder so, weil es einfach so warm ist. Ich will nicht sagen, wir brechen die Tour ab, aber wir kehren jetzt quasi schon um, weil wir hätten quasi vielleicht die Hälfte oder so bis jetzt. Und das Trinkwasser neigt sich auch langsam dem Ende. Wir können jetzt mal gucken, wo es hier lang geht. Wir gehen einfach runter. Und deswegen gehen wir jetzt einfach zurück, weil es ist einfach viel zu warm. Es sind irgendwie 34, 35 Grad im Schatten. Und ich dachte, wir gehen durch den Wald, wie man hier sieht. Nee, du gehst ständig auf offener Straße lang. Oder halt so im Wald, dass die Sonne reinscheint. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir jetzt langsam umdrehen. Noch ein bisschen was einfangen. Und dann quasi für uns die Tour zu Ende geht. Aber wir haben trotzdem schon einige schöne Sachen gesehen, finde ich. Also die letzten Meter bis zum Parkplatz. Geht es nochmal schön bergauf bei dem Wetter. Es ist ein Traum. Und bis zur Stabkirche sind es noch Sachen einen halben Kilometer. Dann gehen wir zum Auto und dann war es das für uns heute, weil es einfach zu warm ist. Du schwitzt schon, wenn du nachdenkst. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!